Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho und herzlich willkommen in Weiwei Empire. Ja, ihr seht, was ich hier für einen Bogen bauen musste. Das hat anders nicht gepasst. Ansonsten habe ich nur rot gekriegt. Aber gut, dann ist die Einbahnstraße auf jeden Fall lang genug. Und mich interessiert es ehrlich gesagt nicht. Dann macht er diesen Umweg. Soll er machen. Hauptsache er fährt. Oh, da muss ich allerdings, das habe ich jetzt vergessen. Cleveland, Indianapolis. Den AU-Zug. Den habe ich, musste ich ja löschen. Und Louisville, so ist richtig. So, Automatik. Ein AU-Getriebe. Und er fährt von oben, fährt er direkt den Bogen. Dann sollte so etwas eigentlich nicht mehr passieren. So. Bitteschön. Und jetzt kann er halt da oben. Der fährt leer los. Wieso fährt denn der leer los? Was bist du denn? Ach, Westgut. Wollte gerade schon sagen. Ja, nehmen wir mit. Das ist immer ganz gut, ne? Wenn ich nicht hier... Nein. Den will ich haben, Digga. Du hast da irgendwas missverstanden. Und dann muss ich mich jetzt ganz schnell um Knoxville und Dingens kümmern. Kannst du dir denn so viel leisten? Ja, das schaffe ich noch so gerade eben. So, und was haben wir hier? Ach, das hatten wir schon längst. Ja, 1863. Knoxville und Jackson. Und der fährt jetzt unten rum? Wollte ich gerade sagen. Einige Zeitungen haben sich kritisch über mein Vorgehen mit den Schatzscheinen geäußert. Ich werde diese Zeitungen wohl aufkaufen müssen. Wo hatten wir denn jetzt? Ah, Knoxville ist hier. Jackson ist hier. Da können wir direkt schon... Nö, der braucht kein Holz, der braucht Weizen. Ja, ist natürlich cool, dass der mit Holz verbunden ist, wenn er Weizen braucht. Ja, das ergibt Sinn. So, und hier wird dann... Oh, ich komme an die Kohle ran. Das heißt, ich kann da Chemie machen und kann die mit hier rüber transportieren. Das machen wir als erst. Dann habe ich oben etwas mehr Chemie. Das finde ich gar nicht schlecht. Was hier. Hast du mit dem Bahnhof nur vor? Eine Finte? Oder einfach nur Matsch im Hirn? Einfach nur, du Dussel? Du siehst doch, was willst du von mir? Was denkst du wohl, was ich damit vorhabe? So. Da kommt eine Achtung hin, weil ich mache die Gleise gleich richtig. Das heißt, ich ziehe den jetzt hier wieder raus und fahre hinterm Bahnhof her. So. Und dann fahre ich hierher und fahre hinten wieder drauf. Kann ja sein, dass ich den Bahnhof noch brauche. So. Dann haben wir es erstmal billig. So kann das erstmal sein und bleiben. Und wenn ich hier herfahre, dann kann ich auf der anderen Seite noch überall Einbahnstraße machen. Aber jetzt brauche ich es ja erstmal nicht. Ich wollte gerade schon sagen, also das wäre jetzt ja auch doof gewesen, ne? Okay. Ja, und dann kann ich da einmal Kohle hinliefern. Das ist ja super. So, fragt. Ja gut, mache ich jetzt gleich. So, einmal wieder abliefern. Fracht und hier nochmal hin. So. So ist dann auch richtig. Und jetzt muss ich die Straße nach Knoxville erstmal, ne? Ja, und dann von Knoxville nach hier. Na super, das sieht nicht gut aus. Doch, hier komme ich her, ohne Tunnel. Gut. Erstmal Knoxville. Hier kann ich auch Kohle hinliefern. Perfekt. Absolut. So, wo komme ich denn dann her? Aha. Hier müsste ich tunneln. Nee. Hier müsste ich tunneln. Und hier? Hier brauche ich nicht tunneln. Aber hier muss ich so oder so.
Das ist ja unschön. Wenn ich den jetzt mal so und so mache. 149, ja. Damit könnte ich leben. Dann kann ich hier lang. Mach hin. So. Dann kann der davon... Das ist perfekt. So, machen wir das erstmal. Fracht. Hier auswählen. Und hier auswählen. Kannst los. Ja, super. Kriege ich doch Chemie nach oben. Fracht fertig. Okay, nächste. Von Knoxville. Aber hier muss ich auch tunneln, oder? Komme ich hier so durch? Ne, hier komme ich so durch. Ja. Oh, das ist perfekt. Aber ich wollte, am besten wäre es, ich fahre hinten. Das heißt, ich fahre direkt hier. Weil hier ist zwar ganz schön, aber da fahren schon so viele rein. Ich würde ganz gern von hinten. Moment, vielleicht brauche ich das ja doch nicht. Warte mal. Ne, ich habe hier noch einen frei. Perfekt. Das heißt, ja, mach mal so. Und den. Nochmal ran. Ich muss sowieso jetzt nebenbei, glaube ich, Geld verdienen. Dann fahre ich hier rum. Ja. Und setze mir den direkt hier drauf, dann habe ich hier gleich 30.000 gespart. Das ist sehr gut. Aber da brauche ich Einbahnstraße. Weil da werde ich auf jeden Fall mehr als einen Zug hochfahren lassen müssen. Das heißt, hier fangen wir schon an wegen der Versorgung. So. Und dann machen wir eine Einbahnstraße bis hinter dieser Versorgung. Und ziehen den hier wieder drauf. So. Einmal hier. Und einmal hier oben. Da hat er ein ganz langes Stück. Das ist sehr gut. Hier, ne? Irgendwo. Geht hier nicht. Warum geht das hier nicht? Na gut, dann setzen wir den hier hin. Ja, dann muss er im Zweifelsfall an der Versorgung. Ach, das ist aber dann gar nicht gut, ne? Der hat ja dann hier seinen Stopp. Nee, dann, dann setzen wir den hier hin. Angezeigt kriegst du das so oder so. Ja. Hier. So. Und dann kommt der hier wieder weg. So ist richtig, ne? Ja. Gut, dann kriegt er hier auch überall so seine Stopps hin. Und dann ist gut. Dann kann ich den Knoxville-Zug fertig machen, den ersten. Der kriegt hier aber noch einen zweiten. Und hier, dann machen wir hier noch einen. So, das soll reichen. So, dann kann er das Stück hier runterfahren. Was ist, wenn ich hier mehr Züge brauche? Schau bescheuert. Nee, ich probiere das erstmal. Ich kann das ja immer noch weiter ausbauen. Aber auf jeden Fall auch wieder hier direkt vom Bahnhof. Muss hier auch eine Versorgung gehen, oder? Nee, nicht direkt vom Bahnhof. Warum mache ich das immer wieder? Vielleicht brauche ich ja noch ein bisschen Platz. Moment, der kommt ja auch von da hinten. Dann sollte ich den Bahnhof doch einfach mal direkt erweitern. Ich depp. So. Das muss ich bei dem... 80.000 habe ich nicht. Muss ich bei dem anderen auch noch machen. Ich habe schon wieder kein Geld. Louisville Railroad. Preisverdächtig. Preisverdächtig, ja. Ich habe jetzt erst gedacht, preisverdächtig, echtig. Das wäre ja auch lustig. Komm, noch ein paar tausend. Haben wir. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit, ne?
kommt ja auch noch mit hinzu. Ach, ausbauen wollte ich den auch noch bei Euler 60.000. So. Aber jetzt können wir. Ja, ich weiß auch warum. Weil... Was wiegt 50 Tonnen und hat keine Räder? Machen wir jetzt hier erstmal die Einbahnstraße. So, bis... das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Ich glaube, den sollte ich hier lang ziehen. So. Ich weiß. Mach das Info weg. Ich wollte den hier auch noch rüberziehen. Die andere Seite. So. Und dann klappt das auch. Jetzt brauche ich den. Und ziehe den unten dran. So ist richtig. So, einmal hier und einmal hier. Ja. Da ist dann nur dieses kleine Stück keine, ne? Ist auch wieder dusselig. Oh, hier wollte ich auch noch einen Versorgungsturm für alle Fälle machen. So. Ein dorthin. Na, mach schon. So und ein hier. Das sollte reichen. Und hier auf jeden Fall noch ein, zwei Stopps hin. So. Und jetzt kann ich ja quasi gleich zwei Züge runter. Dass der das hier geliefert kriegt. So, Automatik ist richtig. Lokomotive wäre die. Einmal voll Waffen, so ist richtig. Ist ja falsch. Ist ein AU. Ja, wenn der jetzt schon einmal voll beliefert wird. Louisville erreicht 90.000 Einwohner. Das ist sehr gut. Ja, und von hier aus. Hier kann er ja eigentlich durchknallen. Beziehungsweise ich kann mir das noch etwas einfacher machen. Ich ziehe mir den jetzt hier ab. Ja, ich dachte ich mir schon. Zieh den hier so nah wie möglich dran her. Und jetzt verließen sie ihn. Weil Abonancho ist manchmal halt deppert. Wo will ich ihn her? Eigentlich kann ich doch hier, genau. Ist doch in Ordnung. Aber da muss ich ja den so machen. So. Dann kann ich hier einmal drauf. Das ist einfach nur, damit ich das später nicht wieder komplett umbauen muss. Deswegen nehme ich die Planung jetzt direkt mit. Einfach nur für den Fall der Fälle. Und hier wieder drauf. Na, mach schon. Und dann hier drauf. So. Auch zweimal Achtung. Und hier hinter kommt dann Einbahnstraße. Direkt schon früh. So, das ziehen wir nämlich dann hier wunderbar durch. Und dann bin ich doch schon fast richtig. Ah, der Tunnel. Den muss ich ja nochmal tunneln. So. Wo muss ich? Ich muss sowieso hier lang. Das heißt, ich setze mir den hier wieder drauf. So, die Einbahnstraße. Einmal dit. Einmal dit. So, und hier vorne wieder. Ein, zwei Stopper. Ich glaube, ich habe keine Schmiermittel bei dem anderen. Und hier vorne auch. So ein, zwei Stopper.
und den einmal da. Lob nämlich, das habe ich vergessen. So, und dann geht's. Verdien mal Geld. Hier direkt raus. 3% kriege ich das nicht billiger. Na? 2%, das schaffe ich. Okay, dann nehmen wir halt den. Falsch rum. Einmal richtig rum machen. Dann ziehen wir, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Pause auszumachen. Dann ziehen wir den jetzt durch bis... Das mache ich mir aber ganz sicher, da gehe ich hier lang. Bis... Achso, das ist ja noch besser. So, dann kann der hier wieder weg. Naja, das ist... So, so ist doch richtig. Gut. Oh, oh, teuer. Und dann muss ich da... Falsch. Ich muss ja hier. Ja, muss ich auch drauf achten, auf die Sperre. Okay. Dann ziehe ich den da drauf. Wie geht nicht? Ach, der ist schon wieder nicht richtig. Du bist aber richtig. Zieh den nicht drauf, sondern genau dann. Die Rekruten sind in Knoxville und Jackson angekommen. Das ist eine gewaltige Verstärkung unserer Truppen. Das ist sehr schön für die Truppen. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie viel er denn jetzt schon unten hat. Das ist ja auch mal die große Frage. Okay, der hat das Ding schon. Das habe ich jetzt auch. Der braucht hier keine Einbahnstraße, aber der könnte Schmiermittel hier gebrauchen. Machen wir hier auch nochmal hin. Nicht wirklich gut, ne? So direkt am Kriegsgeschehen. So, und dann braucht der... Und? Von Louisville? Einmal... Na Jackson. Ein Automatik. So, Aufhänger. Nicht besonders schnell, aber ich will mal hoffen, es geht. Oh-oh. Was wiegt 50 Tonnen und hat keine Räder? Ich glaube, da brauche ich mehr wie einen Zug. Wenn er nur einmal Waffen mitnimmt. Via Nash. Näher Nashville. Und nehmen wir jetzt mal mit. Gesetz zur transkontinentalen Eisenbahn. Geschenk an die Unternehmer. Mit dem heutigen Tag tritt der Pacific Railroad Act in Kraft, um den Bau einer Eisenbahnverbindung von Ost nach West zu ermöglichen. Dabei macht das Gesetz zum beteiligten Eisenbahnunternehmen weitreichende Geschenke auf Kosten des Staates. Es ist abzuwarten, ob das Unterfangen die gewünschten wirtschaftlichen Impulse mit sich bringt oder doch nur der persönlichen Bereicherung weniger Gesellschafter dient. Ja, werden wir sehen. Jetzt habe ich den geschlossen, wollte ich gar nicht. Geh direkt nochmal drauf. So, ist er geöffnet. Aber der ist ja schon hier unten. Aber den klone ich jetzt. Der hat noch einmal Waffen mit. Den nehmen wir direkt nochmal mit. So, was haben wir denn? 8 von 12. Das wird er wohl schaffen bis 63. Der Dumme ist, der muss hier unten... Ich glaube, den klone ich nochmal. Kann ihn ja hinterher auch wieder killen. So, wo ist denn der jetzt? Ah, da hinten ist er schon. Und hier ist... Hier. Und warum wartet... Warum hat denn der jetzt gewartet? Was wiegt 50 Tonnen und also hat keine Räder? Der hat nur Post mit. Dann klonen wir den nochmal. Jetzt hat er zweimal Waffen mit. Dann mache ich hier erstmal 4 Züge runter. Wer kommt denn jetzt hier hochgedackelt? Dann mache ich hier erstmal 4 Züge runter. Ich kann sie hinterher wieder löschen, aber wir haben jetzt schon August.
Ich weiß es nicht. Oh. Ach nee, die ganz schnelle Express, die habe ich doch schon. Dann machen wir doch hier Technik. Technik, die begeistert. Überfall. 270.000? Na, super. Ich denke, die bringen da Waffen runter. So, und nochmal klonen. Und dann soll hoffentlich gut sein. Wie sieht das jetzt hier aus? 8 von 12. Okay, ich glaube, diesen hier, den klone ich auch mal. Bis er die 12 unten hat. Wo ist er denn? Knoxville. Oh, verdammt. Jetzt ernsthaft? Die Züge fahren falsch. Die sperren mir Knoxville. Das sollen sie aber nicht. Paketboden? Nehmen wir mit. Die sperren mir gerade Knoxville. Das ist gar nicht gut. Das heißt, die werde ich jetzt erstmal umändern. Dass die hinten... Hast du eigentlich eine Ahnung, was du da gerade ersteigert hast? Oh, ist denn das wahr? Lass mich doch jetzt mal mit diesem Blödsinn in Ruhe. Das ist, du wirst aus allen Gedanken sofort rausgeschmissen. Das ist gar nicht gut. Geht einer alleine so. Zur Auktion? Da muss er hin. Einmal nach oben und den zweiten. Ist das denn dann richtig? Ja, hier nimmt er automatisch, okay. War das dein Rad, das zu mir rübergerollt ist? So, mitnehmen. Den zweiten das gleiche in grün. Und schieb mich nicht immer weg, ich brauch dich hier vorne. So, hier hin. Und hier hin. Das habe ich ja extra gemacht, damit sie nicht durch Knoxville durchfahren. Dachte ich mir. Wird ja immer wieder weggeschoben hier. So, hier hin. Und auf dem Rückweg auch. Okay. Den dritten noch. Der ist wenigstens jetzt mal voll. Wie, der ist weg. Habe ich den jetzt versehentlich gelöscht? Das ist nicht sein Ernst, oder? Ich will es jetzt mal nicht hoffen. Oder habe ich den jetzt nur daraus gelöscht? Wäre aber genauso dämlich. Hä? Nee. So ist doch richtig. Ja. Schon wieder ein Überfall? Was soll denn der Blödsinn? Ich habe nicht das Geld für... 467.000. Ja, super. Dann wird das aber... Nee, ich habe es nur alle drei. Ja, im Nachhinein kann ich nichts machen. Also ich kann nicht kurz Geld sammeln und... Ach komm. Wollen die mich ver... 600.000? Klar, der ist hier überfallen worden, wird hier direkt wieder überfallen. Das hat mich jetzt mal, oder hätte mich, wenn ich es mir hätte leisten können, mal eben 900.000 gekostet. Mindestens. Wie soll ich denn das Geld zusammenkriegen? Ach, die gehört jetzt mir, okay. Das ist gut zu wissen. Kann ich hier? Nö. Jetzt muss ich mal hier reingucken. Der ist voll. Nee, ist er nicht. Ich bin ja hier. Den hatte ich gesagt, den Knoxville, den wollte ich klonen, ne? Da, in der Hoffnung, der wird auch einmal gefüllt. Ja. Da hat es deinem Lokführer wohl die Hose vom Hintern gerissen. So, der nimmt auch keine Waffen mit. Warum nicht? Mach mal langsam. Was fehlt dir, um Waffen zu produzieren? Der hat keine Waffen für den Export, das dachte ich mir nämlich. Die Frage ist, ja, was fehlt ihm? Alles, was rot ist, oder? Das heißt, er braucht noch Holz. Und Chemie bringt aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Hat er jetzt jedes Mal genug oder hat er generell nicht genug? Der kriegt jetzt erstmal nochmal einmal... Produzierst du genug Holz für den Export? Gerade mal 4. Das ist aber sehr unschön. Dann müsste ich ja einmal den hier klonen.
Wer bist du denn? Martin Schnase Warendepot, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Ist denn das Warendepot voll? Das ist voll mit Holz. Das heißt, ich müsste hier einkopieren. Indianapolis Warendepot. Den hier. Na, der nimmt kein Holz mit. Das ist ja, das ist ja jetzt richtig doof. Und eigentlich müsste ich den AU-Zug, der nach unten fährt, auch nochmal kopieren. In der Hoffnung, dass der zumindest richtig macht. Kann ich dann später wieder löschen. Aber die brauchen jetzt erstmal eine zufällige Panne direkt vorm Bahnhof. Ja, absolut perfekt. Genau das brauche ich jetzt. Oh, 26 Minuten, meine Lieben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.